Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und wir sind mal wieder auf Hof Bergmann unterwegs. Jetzt war gestern meine Tochter zu Besuch und die wollte unbedingt ein Pferd haben. Ja, jetzt habe ich mir eine kleine Maschine geholt, den GT124, sieht man hier in schönem Schniekenrot. Und jetzt bräuchte ich noch ein bisschen was und jetzt habe ich gerade den Checker am Telefon, der hat mir was organisiert. Checker, was hast du denn für mich? Hallo, ich habe für dich einen HW60. Das passt ja. Den würde ich mir abholen. Boah. Ja, abholen. Einwandfrei. Direkt von Sonderbauten wieder, wa? Ja. Geil. Da, ja, 1734, das schaffe ich noch. Dann hole ich mir den sofort ab. Ja, geht auch. Einwandfrei. Wir hören uns dann die Tage, ne? Ja, okay. Mach's gut. Tschüss. Einmal frei. So, Jungs, na, dann fahren wir uns den noch direkt mal holen. Bin ich ja gespannt. Finde ich ja gut, dass er direkt an mich gedacht hat. Ja, ein bisschen aufgeregt gerade. Jungs, wie gesagt, ne, meine Tochter war gestern zu Besuch und wollte unbedingt ein Pferd haben. Da sind wir direkt losgefahren und haben uns noch eins organisiert. Ja, und wie Kinder nun mal sind, ne, den Hafer mitten da verstreut und dann hier, Papa, ich muss wieder los. Aber naja, gut, jetzt fahren wir uns erstmal den Hänger holen und gucken uns das Ding mal genauer an. Bin schon ein bisschen gespannt. Ah, die Jungs haben immer eine Überraschung parat, finde ich ja. Nice. Ich habe den letzten schon gesehen. Ich habe mir das wieder angeguckt, ne? Auf der Seite von den LS-Sonderbauten. Und dachte mir schon so, ah, das wäre ein schniekes Teil. Und ja, hat er mir gut organisiert. Sind wir gleich beim Händler. Ja, hier haben wir uns das Pferd geholt, ne, auf der rechten Seite. Das sieht man gut. So. Gucken, ob keiner kommt. Rechts ist frei, links bezahlt die Versicherung. Oh, einwandfrei. Ich werde direkt mal anhängen. Und dann gucke ich mir das Schmuckstück mal von nah an. Einwandfrei. Oh, original Kennzeichen noch dran. Jo. Gucken wir mal drauf. Jo, passt von der Größe her, ne? Hat er recht gehabt. Dann bringen wir das Ding jetzt erstmal zum Hof zurück. Und dann können wir heute auch noch ein bisschen was starten. Machen wir hier mal querfeld ein. So. Ja, dann werde ich mal den ganzen Hafer, der mitten im Weg rumliegt, einfach mal auf den Hänger schmeißen. Das sieht wenigstens ein bisschen ordentlicher aus. Und dafür reicht der HW60 ja locker aus. Für die großen Sachen. Ich wollte auch noch Gras machen. Dann nehme ich dann den HW80 wieder. Optimal. Ja, hat der Junge auf jeden Fall mitgedacht. War ja gestern auch mal kurz auf dem Bierchen da. Die Kamera wechseln, wenn wir das Gespann mal in voller Montur zeigen. Ah, schon sexy.
passt. Dann stelle ich den gleich mal hier ab. So. Da steht er nun als gutes Stück. So, und gewirtschaftet wird im Livestream. Damit bin ich erstmal raus. Euer Hellraiser.